Hallo, wir sind's, wir, die drei von Ach, und heute wieder eine Bonusfolge alias A. Wir wollen wissen, um welche Person geht es heute, die nicht mehr unter uns weilt. Mitraten natürlich wie immer erwünscht. Und hier kommen schon die 10 Hinweise. Nummer 1. Ich begrüßte die Welt mit einem Schrei vor genau 82 Jahren. Und das ist damit am 12. Oktober 1935. Ein richtiger Jungspund. Ja, im Vergleich zu manch anderer Person, die wir schon hatten, auf jeden Fall. Also ich kann eine Person schon ausschließen, das ist nicht Max Schmeling. Der berühmte erste Schrei. Ich frage mich, ob sein Schrei tatsächlich irgendwie historisch belegt ist oder ob das jetzt einfach eine Mutmaßung ist. Ich glaube, es ist wirklich eine Mutmaßung. Ich glaube, Babys, die nicht schreien, haben Probleme. Ja, aber von daher. Wir wissen ja, dass er nicht mehr lebt. Von daher. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz nah an der Lösung. Ja. Tragisch. Meinen letzten Atemzug machte ich am 6. September des Jahres 2007. Grund: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich rechne jetzt mal kurz aus. 71. 71 Jahre alt geworden. Wie sie alle nachrechnen. Habe ich gerade ausgerechnet, das stimmt. Ja, passt doch. Das hilft mir nur nicht weiter. Vielleicht hilft ja Hinweis Nummer 3. Eigentlich wollte ich ja Torwart werden, aber meine Mutter überzeugte mich zu einer Karriere als Lehrer. Johannes Paul II. Gibt's sehr schöne Referenz. Irgendeinen berühmten Lehrer? Nein, kein Lehrer war je berühmt. Mir fällt keiner ein. Okay, Hinweis Nummer 4. Ich versuchte mich als Lehrer in Grundschulen, merkte aber, dass meine eigentliche Bestimmung in meiner Leidenschaft lag, der ich letztlich 1954 mich zuwende. Tete. Tete. 1954, da war dann, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Mein Papa ist 1954 geboren. Vor 82 Jahren geboren. Dann ist 1954 so ungefähr 30. Ich versuche nur gerade vorzustellen, wie alt er ist. Willkommen beim Mathematik-Podcast heute. Grundrechenarten. Mathematik für Fortgeschrittene, nur die sind alle schon weg. Ich gebe den Tipp, er war 19. Er war 19, ja, schon sage ich doch. 30? Ja, eigentlich war es 19. Das war so eine Annäherungsrechnung, weißt du? Das ist nicht so ganz, das geht nicht so ganz genau. Jetzt neu, gefühlte Mathematik. Mathematik, das ist ja keine so exakte Wissenschaft. Das wissen viele nicht. Oh mein Gott. Ja. Hinweis Nummer 5. War er Mathelehrer? Vielleicht? Nein, er war nicht Mathelehrer. Hinweis Nummer 5. Zeit meines Lebens konnte ich keine Noten lesen. Dann war er wahrscheinlich Musiklehrer. Ich unterstelle, dass der Filippo einen Musiker vorbereitet hat. Welcher Musiker ist denn, ich habe einen Sprachfehler. Musikantin. Welcher Musiker ist denn 2007 verstorben? Ich behaupte, ich werde es wissen. Rick Astley. Ich hoffe, Rick Astley ist noch am Leben. Ist er noch am Leben? Ich würde total interessieren, wie viel Tantiemen Rick Astley kriegt. Never gonna give you up. Das würde mich mal interessieren. Die 70s-Show, Schöpfer. Die Schöpfer der Titelmelodie kriegen angeblich jedes Mal $70, wenn die Titelmelodie gespielt wird. Das sind also eher so Abschöpfer. Die schöpfen ordentlich ab. Stell dir mal vor. Nicht schlecht. Von dem, was ich gehört habe, und es kann jetzt auch auf Gerüchten basieren, ist wohl das finanziell lukrativste, einen Weihnachtshit zu schreiben. Weil ein Sommerhit, den hast du nach einem Sommer durch. Ein Klassiker wird nicht so oft gespielt, aber um Weihnachten rum ist die Auswahl relativ gering an Liedern, die gespielt werden. Das ist doch bei About a Boy. Habt ihr das Buch gelesen, den Film gesehen? Das Buch gelesen. Der lebt quasi, der Stimmt. Protagonist lebt von den Tantiemen, von dem Weihnachtssong, was sein Vater geschrieben hat. Das weiß ich nicht mehr. Der Grant Hugh im Film. Aber es war Nick Hornby, der es geschrieben hat. Guter Mann, Arsenal-Fan. War es Nick Hornby? Es war nicht auch Nick Hornby lebt Gott sei Dank noch. Oder es war kein Musiker. Aber vielleicht hilft euch Hinweis Nummer 6. Nebenher arbeitete ich weiter als Lehrer und als Versicherungsvertreter. Ich stelle mal die obligatorische Frage, ist es Kurt Cobain? Nein, es ist nicht Kurt Cobain.
Den kann ich mir aber gut als Lehrer vorstellen. Amy Winehouse. Nein, denn das wird ausgeschlossen durch Hinweis Nummer 7 oder wahrscheinlich. Ich hatte einen Penis. Ich trug Bart, bevor es cool war. Okay, also Musiker, Bartträger, 2007 gesterbselt. Nicht der Allerdümmste, wenn er Lehrer war. Ist es, mir fällt kein bärtiger Musiker Johnny ein. Johnny Cash ist es auch nicht. Bob Marley. Nein, es ist nicht Bob Marley. Der ist schon deutlich früher gestorben. Ja, und er hatte auch keinen Bart. Oder? Hinweis Nummer 8. Ich stand schon mit so einigen auf der Bühne. Dabei waren auch John Bon Jovi, George Michael und die Spice Girls. Also jetzt, Großbritannien. Ich merke daran, dass wir ruhiger werden, dass wir das Gefühl haben, dass wir können es jede Sekunde, dass wir es wissen müssten, aber uns mal wieder total blamieren hier. Also es ist ein Brite. Und wir haben auch das Gefühl, also ich habe das Gefühl, hier die Luft könnte man richtig schneiden gerade. Also war auch früher, Peter Alexander war auch mit vielen Leuten auf der Bühne, sage ich dir. Der hatte auch mal Johnny Cash am Start. Stell dir mal Peter Alexander mit so einem Vollbart vor. Das wäre cool. Nein? Lacht er in sich rein, weil er die Lösung weiß. Ich finde gerade die Vorstellung einfach schön. ich passe. Vielleicht kommt ihr mit Hinweis Nummer 9 drauf. Meine Stimme hatte ein unglaubliches Volumen, mein Körper spottenden Zeitgenossen nach ebenso. Meatloaf lebt noch, oder? Meatloaf lebt noch und er stand auch mit der gesuchten Person schon auf der Bühne. Es ist aber nicht Meatloaf. Vegetable Love. Der eine von den Wildecker Herzbuben. Nein. Der andere von den Wildecker Herzbuben. Mit Bon Jovi, mit George Michael und den Spice Girls. Ja, also warum nicht? Wir kriegen ja bisweilen das Feedback zurück, dass da hätte da vorher drauf kommen sollen. Oh, das ja. Ich das Feedback, gesagt, dass wir dumm sind. The Notorious B.I.G. Nein, es ist nicht The Notorious B.I.G. Und um das zu ergänzen, bei der Reagan-Folge hat mir jemand gesagt, ja, bei Hinweis Nummer 1 wusste ich schon. Tja. Kann man auch mal spezialisiert sein in der Richtung. Okay, und wenn ihr es jetzt noch nicht wisst, wisst ihr es bestimmt mit Hinweis Nummer 10. Ich war einer der drei Tenöre, der wohl finanziell erfolgreichste Tenor, der je lebte. Carlos Ramazzotti. Pavarotti. Richtig, es ist Luciano Pavarotti. Ding, ding, ding. Der stand mit den Spice Girls auf der Bühne. Ja, der stand mit einer unglaublichen Anzahl an Musikern auf der Bühne. Und ich fand einfach die Auswahl von Bon Jovi, George Michael und den Spice Girls super und habe sie deswegen so zusammengestellt. Aber wenn man sich da den Wikipedia-Artikel durchliest, ist es eine unglaubliche Menge an Musikern, mit denen er zusammen schon gewirkt hat. Hat denn der Herr Pavarotti nicht irgendwie den Rekord für den längsten Applaus aller Zeiten? Oh, das weiß ich leider nicht. Ich glaube zu wissen, dass er mal irgendwie über eine Stunde Applaus bekommen hat. Du weißt schon, dass ich das jetzt hier ganz leicht überprüfen könnte. Überprüfe es. Können wir das mal in Echtzeit toppen, diesen Rekord? Ich so. Denke, aber von einem, der allein glatt, aber 3 Stunden. Also, dann leg mal los. Und go. Die Uhr. Na dann, bis zum nächsten Mal. Nur eine bitte. Kannst du das in Schleife schneiden, bitte, die nächsten 1,5 Stunden? Ja, es gibt richtig gern Bonus-Content. Na dann, tschüss. Nicht aufhören. Sie hat bestimmt auch mit den Füßen gestampft. You best. Te quiero. Te amo. Nicht aufhören. Okay, ich sehe schon, es ist durch. No. So kommen wir nie ins Guinness-Buch.